Ja, Licht und Schatten, würde ich sagen. Auf der anderen Seite waren wir auch zufrieden, was wir da gelesen haben. Denn es werden richtige Schwerpunkte gesetzt, die vorher vielleicht liegen gelassen wurden. Regulatorik hatten wir vor allem mehr befürchtet. Und hier waren wir dann relativ entspannt, als wir das gelesen haben, dass wir eigentlich nur eine abgesenkte Kappungsgrenze haben und keine weitere Regulatorik vorgesehen ist. Spannend ist, dass zum Beispiel die 400.000 Wohnungen ja nochmal bestätigt wurden. Nach unseren Berechnungen ist das eigentlich zu viel. Und vor allem zu viel, wenn man sich klar macht, dass jetzt das Ziel ist, 100.000 Sozialwohnungen zu bauen. Und ein Hauptproblem für uns hier ist, 100.000 Sozialwohnungen werden sehr, sehr viel Geld kosten. Aktuell geben wir bis zu 10 Milliarden ja schon aus für den sozialen Wohnungsbau, bauen rund 30.000 Wohneinheiten im Jahr. Wenn wir hier auf 100.000 gehen, sehen wir enorme Kosten auf Bund und Länder zukommen, die wir nicht als gerechtfertigt sehen. Ja, wir sehen ja, dass jetzt zum Beispiel etwas gemacht wird, was wir schon lange fordern, nämlich die Anhebung der Abschreibungsrate von 2% auf 3%. Das wird nochmal einen Impuls setzen. Auf der anderen Seite ist ja nicht das Problem, dass wir genug Investoren auf dem Markt haben. Wir haben ja Investoren, die bauen wollen. Uns fehlen die Flächen an Standorten, wo wirklich Bedarf an Wohnraum vorliegt. Und hier hat der Koalitionsvertrag viele Ansätze formuliert, die, wenn sie umgesetzt werden, auch ausreichen werden, letztendlich mehr zu bauen. Der Schlüssel liegt ja darin, dass wir schneller planen. Es werden hier Digitalisierungsmaßnahmen genannt, digitalisierte Genehmigungsverfahren, Digitalisierung, Bauleitprozesse. Das ist alles richtig. Wenn das umgesetzt wird, können wir dann schneller planen. Planen ist ganz wichtig. Und am Ende müssen wir auch schneller genehmigen. Denn da hängt es seit Jahren, dass wir nicht rechtzeitig schnell genehmigen, vor allem dann, wenn es kompliziert wird. Und kompliziert wird es nun mal, wenn wir im Bestand umbauen wollen und nicht nur neu bauen auf der grünen Wiese. Richtig, die Regulatorik, wie sie aber jetzt ja etabliert ist mit der Mietpreisbremse, wird nur verlängert. Wir haben die abgesenkte Kappungsgrenze. Das wird natürlich ein bisschen, ich sag mal, die Spielräume bei der Renditeerwartung und Entwicklung reduzieren, aber alles mit Augenmaß nach unserer Wahrnehmung. Wir können erwarten, dass die Investoren trotzdem noch bereit sind zu investieren und es gibt genug Standorte, wo das eben möglich ist. Letztendlich müssen aber die Flächen auf den Markt kommen, vor allem schnell auf den Markt kommen. Wir brauchen ein Zusammenführen, wenn man so will, der Investoren mit denjenigen, die auch Flächen anbieten können im Markt. Und das sind vor allem die Kommunen und da muss mehr passieren. Wenn das umgesetzt wird, was im Koalitionsvertrag steht, sind wir hier auf einem guten Weg. Na gut, deutlich schneller umgesetzt werden, das ist leider nicht möglich beim Bauen. Man muss es klar sagen. Den politischen Rahmen könnten wir ganz schnell ändern, indem wir auf Bundesebene klare Signale senden. Da begrüßen wir ja eben zum Beispiel die Einführung eines Bundesministeriums. Wobei, wenn ich zynisch bin, ich ja immer sage, das wurde jetzt nicht eingeführt, weil es opportun ist oder weil es notwendig ist, sondern nur, weil aufgrund der Dreier-Ampel-Koalitions-Arithmetik man 17 Posten, Ministerposten zu vergeben hatte und dementsprechend das neue Ministerium bekommen ist. Trotzdem, Spaß beiseite, wir brauchen ein eigenes Bauministerium. Von oben herab, von Bundesebene herab, muss klar signalisiert werden, wir brauchen mehr Wohnungsbau, wir brauchen mehr Flächen und die Kommunen und die Länder brauchen mehr Unterstützung bei ihren Verwaltungshandeln. Da geht es um Digitalisierung, da geht es um Entbürokratisierung. Das sind die Punkte, die adressiert werden müssen. Und wirklich heute, nicht morgen, das ist ganz wichtig, weil wenn man das jetzt auf den Weg bringt, dauert es ja auch natürlich 1, 2, 3 Jahre, bis es wird.